Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich ja alle Steuern in Deutschland bezahlt, da kann ja eigentlich gar nichts mehr kommen. Ich kleiner Dummkopf. Ich kann verstehen, wenn man dann immer Fragen stellen möchte, und das ist total natürlich. Ich bin da auch überhaupt nicht böse. Seid mir aber nicht böse, wenn ich bestimmte Fragen ignoriere. Bei mir ist gerade eine Menge los, ist nicht die einfachste Phase, war jetzt auch total schade mit dem Ultracore-Projekt, weil ich da eigentlich noch viel mehr Energie reinstecken wollte, aber einfach privat überrascht wurde mit was nicht so Erfreulichem. Und das hat eine Menge Energie geraubt. Und Resultat davon ist auch, dass ich nochmal umziehen muss, was mir neben der Energie auch eine Menge Geld rauben wird. Was halt schade ist, aber das ist nicht euer Problem. Nur das ist der Grund, warum auch einfach jetzt regelmäßig mal Streams ausgefallen sind. Warum ich einfach manchmal in Streams vielleicht nicht so energievoll gewirkt habe, wie das der Fall ist. Ich gebe mir immer viel Mühe, aber ich muss zum Beispiel heute, bevor ich einen Stream angemacht habe, war ich nicht gerade in Höchstform. Man versucht ja dann Profi zu sein, ne? Man setzt sich dann hin und möchte Unterhaltung bieten. Und ich möchte ja auch nicht mich vor die Kamera setzen und nur jaulen, so. Aber... Und um nicht nur zu jaulen, habe ich drüber nachgedacht, was sind denn positive Entwicklungen? Ja, ich bleibe in Japan. Was sind positive Entwicklungen aus diesem anstehenden Umzug? Ich habe entschieden, dass ich mir einen Hund hole. Wenn ich jetzt eh umziehe, hole ich mir eine Wohnung, in der ich ein Tier haben kann. So, das ist jetzt Anforderung Nummer 1 an diese Wohnung. Ich möchte ein Tier haben, wieder in meinem Leben. Katze oder Hund habe ich überlegt, aber ich in Tokio ist halt mit Katze rauslassen irgendwie blöd. Das bedeutet auch, dass ich wahrscheinlich was suchen werde, was eher in einer ruhigen Nachbarschaft ist. Kann sein, dass ich wieder ein bisschen weiter rausziehe, ein bisschen, oder zumindest neben Park. Ich finde Hund halt toll. Außerdem, nachdem wir jetzt letztes Mal die Doku geguckt haben, habe ich auch gedacht, ey, ich würde ehrlich gesagt auch gerne einen von diesen Hunden retten, die aus so einer Welpenfabrik kommen und die keiner haben wollte. Und es gibt Shelter, die darauf spezialisiert sind, die sich genau diese Hunde holen und die retten, die eigentlich normalerweise eben in so Pet-Shops nicht genommen wurden. Ja. Außerdem, ich bin ja insgesamt großer Advokat dafür, sich Hunde zu holen, bei denen man den Charakter schon kennt. Das heißt, wenn du ins Tierheim gehst, dann hast du ja einen Hund vor dir, da merkst du schon, ob er miteinander klarkommt. So. Das ist, finde ich persönlich, einfach viel naheliegender, als sich so einen komischen Puppelwelpen zu holen, wo ich nicht mal weiß, wo der gerne hinködelt. So. Aber gibt Leute, die finden das eine total bereichernde Erfahrung. Also, kann man machen, wie man macht. Kann auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte den Hund selber aufziehen. Das ist wahrscheinlich auf einmal nochmal anders. Für mich ist das, jedenfalls habe ich halt gesagt, das heißt, ich möchte mir gerne eine Wohnung holen, in der ich einen Hund haben kann. Das wird natürlich eine neue Wohnungsaufteilung auch bedeuten und so. Man kann in Tokio gut mit einem Hund leben. Ein wichtiger Punkt ist aber, Hunde dürfen nicht so in die Bahn in Tokio. Das heißt, wenn man einen Hund haben möchte, dann kann man mit dem nicht einfach nach Zentral-Tokio oder so. Das heißt, der Hund wird die meiste Zeit, die man mit ihm verbringt, wird man in dem Stadtteil, in dem man lebt, verbringen. Hunde dürfen in die Bahn, aber nur, wenn sie so klein sind, dass sie in so eine Box passen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das meinem Hund regelmäßig zumuten möchte. Ich glaube, es kommt immer auf den Hund an. Ne? Es gibt Hunde, die kommen super gut mit Stadtleben klar, die haben überhaupt kein Problem damit, in der Bahn zu sitzen und so. Und es gibt Hunde, die einfach nicht so gut damit klarkommen. So. Genau, große Hunde sind hier eher selten. Ich habe ja mit 46 Quadratmeter jetzt eine sehr große Wohnung. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt größer ist. Ich denke mal, ich versuche in der gleichen Größenkategorie zu bleiben. Werde aber vielleicht ein bisschen Abstriche machen müssen, weil ich eben jetzt eine Wohnung haben möchte, die hundefreundlich ist. Ich möchte gerne einen Parkplatz haben, weil ich zu dem Hund mir auch auf lange Sicht endlich ein Auto anschaffen will. Das wird eine Weile dauern, weil der Umzug wieder eine Menge Geld frisst. Dann stehen im Anfang des Jahres Steuern in Japan an. Und ist auch so geil, ne? Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich ja alle Steuern in Deutschland bezahlt. Da kann ja eigentlich gar nichts mehr kommen. Ich kleiner Dummkopf, hab ja ganz vergessen, dass ich Corona-Hilfe bekommen habe. Ratet mal. Oh Mann, der deutsche Staat hasst mich so sehr, ne? Naja, jedenfalls, um wieder auf das Positive zu kommen, würde ich halt gerne was haben, wo ich dann eben ein Auto haben kann, und das sind so die zwei Anforderungen. Und vielleicht ist das auch was Positives daran. Ich habe einfach festgestellt, als ich in diese Wohnung gezogen bin, dachte ich, dass dieser Raum als sehr dunkel, also dieser Raum ist komplett dunkel. Auch tagsüber, hier kommt so gut wie kein Licht rein. Hinter dem Fenster ist eine Wand, da sieht man, guckt man direkt auf eine Wand. Und ich dachte, es für ein Studio ja egal. Ein Nachteil davon ist aber, ich mag diesen Raum nicht. Ich gehe hier mega ungern rein und das ist voll schade. So. Weil vorher hatte ich das, dass ich, wenn ich ins Studio gegangen bin, hatte ich einen Raum mit Pflanzen, den ich irgendwie schön fand, in dem ich mich gerne aufgehalten habe und mich wohlgefühlt habe. Und jetzt ist es halt so, ja, ne? Finde ich halt irgendwie so beklemmend, hier drin zu sein. Und das ist so einer der Gründe, warum ich jetzt sage, ey, ich würde jetzt nicht wieder mir eine Wohnung holen, in der ein Raum komplett kein Licht hat. So. Ich weiß noch nicht, ob ich die Corona-Soforthilfe zurückzahlen muss. Das wird errechnet. Aber ich gehe davon aus, weil ich kurz nachdem ich, was heißt denn kurz,
Dreivierteljahr, nachdem ich die erhalten habe, ist mein Steuerstandort ja aus Deutschland weg nach Japan. Und ich gehe mal fest davon aus, dass sie das als sehr guten Grund nehmen möchten, dass die mir dieses Geld nicht, dass ich dieses Geld zurückzahlen muss in Teilen. Ist wie es ist. So. Der deutsche Staat hasst jeden, der hier wohnt. Der deutsche Staat hasst dich auch weiterhin, wenn du nicht mehr da wohnst. Ja, bin ich auch nicht so. Das ist ja legitim. Wenn die das errechnen, dass ich das zurückzahlen muss, würde mir halt mega wehtun, so, aber es ist, wie es ist. Brauchst du es denn noch? Wie, ob ich es noch brauche? Ich habe das ausgegeben, das Geld. Für genau das, wofür das war. Damit habe ich Rechnungen bezahlt. Brauchst du es noch? Nee, brauche ich nicht mehr. Ich weiß, was du meinst, aber ist natürlich suffisant gestellt, die Frage. Schufa-Rant 2.0. Nee. Da muss man was Positives sagen. Die Telekom, ne? Wenn man dann den Influencer-Joker erstmal gespielt hat, dann geht das ratzi-fatzi. Dann kommt man zu den netten Mitarbeitern. Bei der Telekom wurde ich dann an das nette Menschenteam weitergegeben. Alle Forderungen gegen mich sind eingestellt von Seiten der Telekom. Das Inkasso-Unternehmen hat alle Forderungen zurückgezogen. Die Telekom hat 100% mir zugestimmt, dass die Forderungen absolut ungerechtfertigt waren gegen mich. So. Der Schufa-Eintrag ist aber noch da. Und daran bin ich jetzt als nächstes. Na, ich nehme diesen Schufa-Eintrag jetzt nicht hin. Jetzt höre ich auch nicht auf. Die Forderung war ja schon ungerechtfertigt. Dann ist der Schufa-Eintrag auch ungerechtfertigt. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt... Ich will mich natürlich... Einerseits ist das super nett. Die Mitarbeiterinnen waren mega nett, die mir dann geholfen haben. Super zuvorkommend, haben sich das angeguckt, haben auch sofort gesagt, ey, das ist 100% unsere Schuld. Das hätte jeder Sachbearbeiter einfach erkennen müssen, dass wir da nicht im Recht sind, das so weiter durchzusetzen. Haben sich auch noch millionenmal entschuldigt dafür, dass sie meinen Eltern geschrieben haben. Das war für mich ehrlich gesagt so ein bisschen das, wo ich... Das war auch der Punkt, wo ich wirklich wütend wurde. So. Also, in kurz gesagt, hatte ich bei der Telekom einen Mobilfunkvertrag, alles legitim, den habe ich abgeschlossen, völlig richtig, und dann bin ich aus Deutschland weg. So, und dann habe ich der Telekom mitgeteilt, ich bin ja jetzt aus Deutschland weg, ich darf in Deutschland, also, ich möchte das Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen. Hier ist nochmal wichtig fürs Verständnis, die Idee, das Sonderkündigungsrecht zu nennen, ist großzügig ausgelegt. Ich darf faktisch, wenn ich nicht mehr in Deutschland lebe, wenn ich weniger als 2 Monate im Jahr in Deutschland lebe, darf ich in Deutschland keinen verbindlichen Mobilfunkvertrag eigentlich abschließen. Das wissen die meisten Mobilfunkanbieter auch. Das heißt, das Sonderkündigungsrecht würde eigentlich sowieso davon überschrieben werden, dass es eh nicht erlaubt ist, was da passiert. Aber ist jetzt auch egal. So, dann habe ich gesagt, ich würde gerne Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen. Hat die Telekom auch mir sofort entgegenkommt am Telefon gesagt, überhaupt kein Problem, schicken Sie uns das alles. Habe ich gemacht. Und ab da wurde die Kommunikation irgendwie immer schwieriger. Und irgendwann war aber der Punkt, wo mir gesagt wurde, alles cool, wir haben das alles von Ihnen erhalten, Sie leben hier nicht mehr, Sonderkündigungsrecht anerkannt. Ist weg, so. Aber war wohl nicht weg. Und dann ist über Monate, habe ich keine Schreiben mehr bekommen, keine E-Mails mehr bekommen, aber die ganze Zeit wurden weiter Forderungen gegen mich erhoben. Und irgendwann, nach so 8-9 Monaten, wurde diese Forderung, also ich habe es erst gemerkt, weil ich dann nach Deutschland gekommen bin und meine Kreditkarte benutzen wollte. Und die Kreditkarte ging nicht mehr. Dann habe ich da angerufen bei meinem Kreditkartenunternehmen und die haben gesagt, ach so, ja, Sie sind ja hier jetzt auch erst 11 Jahre Kunde. Wir haben Sie jetzt einfach sofort mal rausgeschmissen, weil uns die Schufa mitgeteilt hat, dass Sie einen Eintrag haben. Ich habe gesagt, ey, so macht man Geschäfte. Da stehen wir Hand in Hand, sind wir Ihr Partner. Barclaycard übrigens, darf man dann auch ruhig sagen. Richtig geiler Move. Ich habe dann sofort gekündigt. Ich habe dann sofort gesagt, ist mir auch egal, auch wenn ich das wieder hinkriege, ich möchte bei Ihnen auch kein Kunde mehr sein, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt so rückgratlos und ekelhaft. Also, ich wusste auch nicht, dass das erlaubt ist, dass man mir... Naja, ist ja auch egal. So, dann habe ich das halt erfahren und dann habe ich darüber, habe ich dann irgendwie bei der Schufa dann... Also, dann habe ich ja bei... Dann habe ich bei der Messerstechertruppe der Schufa angerufen. Die waren gerade dabei, Welpen zu foltern, denke ich mal. Haben dann aber kurz sich einen Moment genommen, nachdem ich ihnen 30 Euro in ihren immer gierigen Verbrecherrachen geschmissen habe. Um mir mitzuteilen, 2 Tage später per E-Mail, wer wem ich Geld schulde. Natürlich jetzt nicht direkt. Dafür wollte der durch Geld geschliffene Verbrechermechanismus Schufa nochmal 30 Euro haben, weil ich was falsch gemacht habe. Denn ich bin ja auch dumm. Ich habe halt einen Bonitätscheck gemacht und keine Bonitätsauskunft. Rein zufällig hat der sonst so wortklauberisch begabte Schufa Verbrecher, die so ähnlich benannt. Das ist jetzt nicht, damit man die verwechseln kann. Das ist halt so. So, naja. So habe ich das dann alles rausgefunden und dann wusste ich, welches Inkasso-Unternehmen das ist. Die haben mir dann mitgeteilt, das ist die Telekom. Und bei der Telekom war man eigentlich von Anfang an da.
Ich muss es halt auch jetzt ehrlich sagen, so. Bei der Telekom hat man mich im Grunde über Monate komplett ignoriert, so. Und nachdem ich diese Nummer dann wieder ab denen dann auch mitgeteilt, sie können mir nicht schreiben, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe. Wie bei ihnen vermerkt sein sollte, kann man mir nur noch per E-Mail schreiben oder mir Post nach Japan schicken. So. Dann habe ich denen eine Adresse gegeben. Nee, dann haben die gefragt, was ist denn das hier für eine Adresse? Habe ich gesagt, das ist die Adresse meiner Eltern. So, da können sie mir keine Post hinschicken. So, die bitte ignorieren. Haben die gesagt, klaro, haben wir auf dem Schirm. 2 Tage später direkt eine Rechnung mit letzter Mahnung und irgendwie 900 Euro, davon 300 Euro Aufschlag oder so durch Mahngebühren an meine Eltern, Post wenden. So, auch gar nicht mein Name auf dem Brief, die Arbeit machen wir uns gar nicht erst. Das schicken wir so an Familie Gerdes raus, kein Problem. Und meine Mutter kriegt natürlich einen halben Herzinfarkt so. Weil meine Mutter ist halt so, meine Eltern sind, keine Ahnung, die organisieren Dinge gut und so, und das kann ich auch verstehen. Meine Mutter macht diesen Brief auf und da steht 900 Euro Schufa-Eintrag und so. Irgendwie ist von einem Inkasso-Unternehmen. Ja, naja, und dann gab es so ein langes Hin und Her und irgendwann war es mir halt zu dumm und ich dachte, ja, fuck it. Jetzt mache ich das, was ich eigentlich immer super schäbig finde, aber ich will dieses Problem jetzt aus der Welt lösen. Und ich sag mal so, die Schufa spielt ja auch nicht nach den Regeln, nachdem der Rest der moralisch nicht verfallenen Menschheit spielt, sondern die Schufa hat sich ja in ihrem kleinen Hinterzimmer, wo man wahrscheinlich auch Poker um Menschenleben spielt, haben die sich irgendwann mal hingesetzt und überlegt, ich weiß auch gar nicht, wie viele schlimme Sachen ich sagen darf, ohne dass die Schufa mich verklagt, so. Aber, keine Ahnung, könnt ihr ruhig machen, fickt euch. So. Hat die Schufa sich überlegt, ja, fuck it, schmack it. Uns hat irgendein Otto irgendwas mitgeteilt. Wir wissen nicht, wer dein Name ist. Wir wissen nicht, wo du wohnst. Und dass du nicht mehr in Deutschland bist, ist uns auch scheißegal. Hier, du Otto, sag Tschüss zu deiner Kreditkarte. Und darüber habe ich dann erfahren, dass die Telekom ist. Und dann habe ich halt gesagt, fuck it, ich tweete das jetzt. Als dieser Brief zu meinen Eltern kam, da war für mich der Gipfel erreicht. Davor habe ich noch mit allen telefoniert. Und auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Die Leute am Telefon können dafür gar nichts. Ich schreie keine Mitarbeiter am Telefon an. Ich beleidige die nicht, bin nicht gemein zu denen. Die Leute, die bei der Schufa arbeiten, ich sag mal so, es gibt bestimmt bessere Jobs, aber das ist auch nicht deren Schuld. Die haben sich das nicht ausgesucht, die haben diese Regeln nicht geschrieben und die sitzen nicht gerade auf Malle auf irgendeiner Yacht und ziehen sich eine Nase Koks, bevor sie irgendwen verprügeln, so, sondern die leben normale Leben und machen da einfach nur ihre Arbeit. So, und die haben nicht verdient, dass ich scheiße zu denen bin. So, das heißt, ich war zu den Leuten am Telefon so nett, wie ich irgendwie konnte und auch beim Inkasso-Unternehmen waren alle nett, bei der Telekom waren alle nett, es hat mir nur halt einfach keiner geholfen. So, nachdem ich diesen Tweet abgesetzt habe, meldet sich in der Regel dann die Social-Media-Abteilung. Und die haben, wie die meisten Unternehmen, Möglichkeiten, Dinge anders zu lösen. So. Und die haben das dann anders gelöst. Die sind dann halt drumherum, haben sich das alles angeguckt. Ich habe denen das alles nochmal geschickt. Meine Ummeldebescheinigung. Der ganze Ablauf ist ja auch irgendwie so ein 5-seitige Mail gewesen am Ende. So. Da war noch 5-mal hin und her mit dem Inkasso-Unternehmen. Die haben noch 3-mal eine Rechnung geschickt, obwohl sie nicht sollten und so. Naja. Und irgendwann haben die dann mir geschrieben, ey, Hauge, es hat jetzt 2,5 Wochen gedauert, wir haben es hingekriegt, das Ding ist komplett aus der Welt, wir haben keine Forderung gegen dich, es tut uns super leid, wir waren absolut im Unrecht, das ist nicht rechtens gewesen, dass wir dieses Geld eingefordert haben, wir hätten uns bei dir melden sollen und so weiter. So. Ich muss auch sagen, das ist halt das Problem, was mir noch so klar wurde, man redet halt über die Schufa viel zu wenig. Das ist halt ein völlig verbrecherischer Verein, wo da kann man als normaler Bürger nicht verstehen, dass das erlaubt ist, so. Das ist keine Behörde. Das wissen immer noch viele Leute nicht. So viele Leute haben mir danach auch irgendwie auf Twitter geschrieben, ja, mega ärgerlich, so Behördenärger. Die Schufa ist keine Behörde. Die Schufa ist irgendein Otto, der sich hingesetzt hat und angefangen hat, heimlich kleine Zettelchen über dich zu schreiben. Die Schufa ist der Assi, der am Fenster sitzt, auf einem Kissen und Falschparker anzeigt. Die Schufa ist keine Behörde. Die Schufa hat kein Recht dazu, das zu tun, was sie eigentlich tun, wenn man mit nach normalem Maßstab geht. Stell dir vor, ich laufe bei dir durchs Dorf und erzähl, dass du dir neulich ein Auto gekauft hast und deswegen glaube ich, dass bei dir gerade nicht mehr so gut ist finanziell. Deswegen sollten die dir lieber keine Wurst mehr verkaufen. Das ist, was die Schufa macht. Und die Schufa stellt sich halt hin und tut so, als ob sie die kleinen Unternehmer schützt. Als ob die kleinen Unternehmer von der Schufa profitieren. Rausgeschmissen hat mich die Barclaycard, eingetragen hat mich die Telekom und das größte Inkasso-Unternehmen Deutschlands hat meinen beantwortet. Da ist kein Mittelstandsunternehmen, das davon profitiert hat, von dieser Nummer. So. Bah. Pfui. Ich habe nichts Gutes über die Schufa zu sagen. Die Schufa stellt sich nur quer, die Schufa will für 3 Jahre diesen Antrag und auch so geil. Das finde ich das Allerbeste an der ganzen Nummer. Die Schufa muss nicht beweisen, dass ich wirklich dieses Geld schuldig war, was ja faktisch nicht so ist, sondern ich muss jetzt beweisen, dass ich das nicht schuldig war. Wenn die Schufa also rein zufällig denkt, dass dein Name
und irgendeine Zahlung verknüpft sind, kriegst du halt einen Schufa-Eintrag. Und dann musst du beweisen, dass du das nicht bist. Wie kommt die Schufa an die Daten? Die Schufa ist eine Vereinigung von Unternehmen, die ihr beitreten. Das heißt, in meinem Fall zum Beispiel hat die Telekom diese Zahlung irgendwann hat gesagt, dieser Kunde, Hauke Gerdes, die wussten nicht mal, wo ich wohne. Die geben keine Adresse an. Die Ratner, die haben deinen Namen. Das ist alles. Und dann nehmen die deinen Namen und machen damit einen Eintrag. Und wenn du das erste Mal dich bei denen meldest, fangen die schön an, ihr Blatt weiter auszufüllen. Darum fragt die Schufa dich auch immer sofort nach Informationen, nach denen die natürlich nicht haben, weil die keine Behörde sind. Die Schufa weiß nicht, wo du wohnst. Die weiß nicht, wie alt du bist. Die weiß nicht, mit wem du verheiratet bist und so. Das weiß die Schufa alles nicht. Das findet die Schufa alles erst raus, wenn sie sich als Behörde ausgeben oder so. Sagen wir mal, die geben sich ja nicht wirklich als Behörde aus, aber sie kämpfen jetzt auch nicht stark gegen diesen Eindruck an. So, und dann kriegt die diese Mitteilung und dann teilt die Schufa das allen anderen Mitgliedern der Schufa mit. Die Idee ist, dass das Unternehmen schützen soll davor, dass Leute, die nicht zahlungspflichtig waren an einer Stelle, an anderer Stelle, das nicht wieder tun können. Das ist zwar im Kern eine nachvollziehbare Idee, das bedeutet aber auch einfach Stigmatisierung von Menschen. Und das sind Menschen, die sich wahrscheinlich dafür schämen und deswegen wird das auch nie Thema so. Stell dir mal vor, du hast einmal in deinem Leben, es sind Sachen scheiße gelaufen, du hast deinen Job verloren, hast vielleicht irgendwie du hast keine Familie im Hintergrund, die dir das Geld nochmal zuschieben kann und so. Und dann hast du das Geld nicht. Und dann wirst du einmal zahlungsunfähig bei deinem Handyvertrag. Und dann kannst du danach halt kein Haus mehr mieten, also keine Wohnung mehr mieten vielleicht, weil deine Schufa-Auskunft ist ja dann negativ, war's das, kriegst keine Wohnung mehr, kannst keinen neuen Handyvertrag mehr abschließen, kriegst keine Kreditkarte mehr und so. Was das bedeutet einfach für dich, ist so lächerlich und dass das 3 Jahre ein Eintrag bleibt, dass das allerletzte einfach. In einem Staat, für mich, es gibt Staaten, in denen kann ich mir vorstellen, dass sowas gibt, in Deutschland sollte das so einfach nicht gehen. Und das ist wahrscheinlich rechtlich einwandfrei, was die Schufa da macht. Aber das klingt so blöd, da gehe ich vielleicht auch einfach so ein bisschen zu sehr nach normalem Menschenverstand. Wenn ich dir jetzt auch ohne diesen ganzen Bullshit sachlich erklären würde, was die Schufa macht, würdest du mir nicht glauben, dass es das gibt. Dass das ein Unternehmen ist und dass das legal ist. Da würdest du denken, das kann doch nicht sein. Das kann es doch nicht geben. So. Die Schufa tut nichts anderes, als wenn du anfängst, heimlich Daten über deine Nachbarn zu sammeln. Nichts anderes. Und dann lässt sie sich von anderen dafür bezahlen, dass sie ihnen Zugriff auf diese Daten, die sie illegal erworben hat, aber teilweise bekommen, oder sagen wir, die sie einfach gesammelt hat, nennen wir es nicht illegal. Und sie lässt dich dafür bezahlen, dass du weißt, was für Daten sie über dich sammelt. Und dann kommt immer dieses Argument, ja, einmal im Jahr darfst du das gratis abfragen. Einmal im fucking Jahr. Das sind meine Daten. Das bin ich. Das geht die einen Scheißdreck an, was ich mache. Mein Name geht die einen Scheißdreck an. Wo ich wohne, geht die einen Scheißdreck an. Es geht die alles einen Scheißdreck an. So, und jetzt höre ich auf zu fluchen. Tut mir leid.